Name ist Michael Eder. Ich bin vom Beruf Erfinder und arbeite als technischer Geschäftsführer in der Firma Brainflash Patententwicklungs GmbH. Die Firma Brainflash Patententwicklungs GmbH, wie schon der Name sagt, beschäftigt sich mit der Entwicklung von neuen Ideen, Erfindungen und mit der Herstellung von Prototypen bis hin zur Serienreife. Der Grund, warum ich heute hier bin, ist genau eines dieser Produkte. Das ist unsere letzte Entwicklung. Die Idee wurde bei uns geboren. Wir haben daraufhin mit der HTL in Lienz mit zwei Mädchen, der Vanessa Lukaser und der Jasmin Eder, ein Projekt gestartet. Die Mädchen haben uns das Band praktisch entwickelt und bis zum Prototyp gebaut. Das heißt, in Zusammenarbeit mit uns ist dieses Produkt entstanden. Dieses innovative Halsband, das bestückt ist mit unserem neuen Vergrämungsband für Weidetiere gegen Angriffe großer Beutegreifer. Wie ihr seht, es besteht aus einem einfachen Feuerwehrschlauch, bestückt mit leitenden Fasern, mit einer Elektronik und mit einem normalen Gurt, der als Träger dient. Das Ganze funktioniert so: Der Wolf soll zubeißen, durch den starken Druck wird praktisch ein Stromschlag ausgelöst und der Wolf bekommt einen Stromschlag, der vergleichbar ist mit einem Elektrozaun, was den Wolf vergrämen soll. Der Wolf erleidet dadurch keinen Schaden, er soll lediglich den guten Geschmack vom Schaf mit einem sehr schlechten Ergebnis verbinden und von diesem Zeitraum an von dieser Beute ablassen. Und das ist für uns ein klassischer Fall von einer Idee von der Firma Brainflash, Zusammenarbeit mit innovativen jungen Leuten, und das ist dabei herausgekommen. Schlussendlich können wir jetzt nur mehr darauf hoffen, dass das Band in der Praxis das hält, was es verspricht. Besser allerdings wäre es, wenn es zu keinen Wolfsangriffen kommen würde.